Das große Meer haben wir schon ein bisschen ausgekundschaftet, Leute. Willkommen zurück zu Wargroove. Jawohl, das macht sehr viel Spaß mit den neuen Einheiten, muss ich sagen. Das ist ziemlich interessant. Die scheinen auch sehr gut balanced zu sein, die ganzen Seeeinheiten. Macht auf jeden Fall riesig Laune, sich damit auszutoben. Endlich mal wieder ein paar neue Einheitentypen. Wir haben uns ja schon ganz schön gewöhnt an all diese Land- und Flugeinheiten natürlich. Tja, und jetzt ist Caesar dran. Quasi ein Seehund. Diesmal. Leine los. Sie wenden sich in Sicherheit, aber den Banditen blüht eine Überraschung. Oh nein, selbst draußen auf dem Meer. Rückt eure Schätze raus. Ha, hast du ihn gerade angeknurrt? Psst, ich versuch bedrohlich zu wirken. Mach mir das nicht kaputt. Hört mal, wir haben wirklich keine Schätze. Schwör ich hoch und heilig. Aber was ist mit dem Reichtum des Meeres? Ich glaube nicht, dass damit vergrabene Schätze gemeint sind. Ich denke, es bezieht sich mehr auf Meeresökologie und eine gesunde Artenvielfalt. Und im weiteren Sinne darauf, dass das Land den Menschen ernährt, oder das Wasser in diesem Fall. Also geht's um Naturschutz und nachhaltiges Leben. Wir hätten da ein ziemlich angesehenes Schutzgebiet für Schildkröten. Ich interessiere mich nicht für Schildkrötenschutzgebiete. Heißt das, dass wir den weiten Weg zu diesen Inseln umsonst zurückgelegt haben? Warum sind wir überhaupt hergekommen? Das Klima ist so angenehm. Um Himmels Willen, halt endlich die... Jawohl. Was jetzt schon wieder? Wie hast du uns hier gefunden? Jetzt ist das ein für alle Mal genug. Jawohl, sehr schön. Aber ich liebe es tatsächlich, dass diese Banditen so ein bisschen eigentlich... Ja, der eine ist so total Dumpfwacke, der andere sind anscheinend irgendwie hochintelligent, sind aber trotzdem dabei. Wie auch immer, zumindest von der Ausdrucksart. Sehr amüsant. Ich glaube, Caesar will den See stechen. Diese verdammte Töle. Ich habe das Gefühl, er will, dass wir mit Kanonen auf Banditen schießen. Alles klar. Na gut, okay. Wir können nicht direkt einsteigen, ha? Huh? Wie geht denn das dann? Muss ich dich einladen? Anscheinend musst du den dann einladen, ha? Huh? Na gut, okay. Nee, ha? Huh? Ich bin verwirrt. Was? Hä? Warum ging das jetzt nicht? Was zum... Komisch. Sehr komisch, aber egal. Nehmen wir doch erstmal dieses nette Dorf hier ein. Ah, ja, da erwartet uns anscheinend einiges. Wo sind die überhaupt, die Banditen? Ach, da unten, sogar ein Golem haben die. Meine Güte, das ist sogar eine recht große Map, sehe ich gerade. Hui, die ist echt riesig. Meine Güte, aber da drüben ist ein zweiter Hafen. Den sollten wir uns auf jeden Fall früher oder später mal krallen. Wir haben auch selbst ein paar Meereswesen. Wir sollten also auf jeden Fall auf Schildkröten setzen. Scheint sich anzubieten, ja, in der Tat. Jo, da hat er nicht viel zu lachen, wenn wir das machen, denke ich. Auf jeden Fall erstmal eine Schwimmkröte gebaut. Ja, und was wir mit dir machen, keine Ahnung, weil Caesar konnte nicht einsteigen, du kannst ihn nicht einladen. Ich weiß nicht, was es damit auf sich hat, ehrlich gesagt. Muss man dafür zum Strand fahren? Ich habe keine Ahnung. Es ging jedenfalls gerade nicht, was mich sehr erstaunt hat, aber nun gut. Hoffentlich geht es jetzt irgendwie. Ich weiß jetzt nicht, wovon das abhängt. Komisch. Funktioniert ein bisschen anders als andere Transporter. Ja, jetzt kann er einsteigen. Seltsam. Na gut, okay. Wie auch immer, dann eben einmal kurz raus hier. Diese Inseln gehören uns. Einfach mal Knurrwettbewerb oder was, WTF. So, das ist jetzt mein Dorf hier. Aber du kommst auch gleich, ne? Aber du bist nicht so schnell. Und meine Schwimmkröte, die ist aber schnell. Oh, die Kaserne da gefällt mir übrigens ganz und gar nicht. Aber mal sehen, was sie mit diesem einzelnen Hund überhaupt anrichten möchten. Kann natürlich auch ein Harpunenschiff bauen. Wir sollten aber, glaube ich, erstmal ein bisschen sparen, dass wir uns eine... Ein Kriegsschiff leisten wir uns, oder? Ein Kriegsschiff, das ist gut. Das klingt vernünftig. Einfach mal kräftig unter Beschuss stellen. Ihr selbst habt ja, seid ja schwach gegen, ja, Glutschwing zum Beispiel. Aber wir können auch noch eine Schwimmkröte dazu bauen. Wir haben jetzt aktuell wie viele Dörfer? Es sind schon einige. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Dörfer plus Festungen gibt 700 Gold pro Runde. Das heißt, wir hätten danach 1100, wenn wir jetzt eine Schwimmkröte bauen. Ich hätte aber ganz gerne noch eine Glutschwinge, muss ich ganz ehrlich sagen. Die haben sich aktuell überhaupt noch nicht darauf eingestellt, dass wir eventuell mal mit Flugeinheiten was machen könnten. Bauen wir also erstmal was Günstigeres, oder?
Lass mal überlegen. Also wenn es wirklich 700 Gold sind, die wir jede Runde kriegen, haben wir einen Überschuss von 150 gerade mal, wenn wir die Glutschwinge kaufen wollen. Was wir auch können, genau, an sich. Also ja, wir sollten warten. Lohnt sich aktuell noch ein bisschen mehr und ich denke, mit Cäsar und dem Schiff können wir sicherlich auch ein bisschen die KI trollen. Da bauen sie mir jetzt etwas zu viel, muss ich ganz ehrlich sagen. Jetzt brauchen wir wahrscheinlich sogar ein Harpunenschiff. Nervig. Aber gut, die selbst haben auch bisher noch keins. Das sollte schon einigermaßen passen, denke ich. Nur der Kanonenbeschuss geht sehr weit, wie wir sehen können. Und am Strand landest du kritische Treffer, das heißt, du wärst da sogar in Reichweite dann später. Leider muss man da immens aufpassen. Das ist immer ein großes Problem. 50% ziehen die direkt ab, das ist auch interessant. Aber seht ihr selbst hier im Meer, wenn ich ein bisschen aufpasse mit den Meereswesen, geht das glaube ich auch so ganz gut. Die ziehen schon jeweils 50% ab, das ist immer ganz ordentlich. Ich glaube, wir sollten uns auf jeden Fall ein bisschen noch ranhalten und genau damit auch ausrasten. Jetzt packt ihr erstmal die Glutschwinge dazu, so. Ich glaube, damit alleine können wir schon eine ganze Menge anrichten. Mit Cäsar würde ich erstmal eher darüber gehen, weil das mit dem Kanonenschiff später wird ein bisschen nervig, das sehe ich schon. Den können wir auch direkt ausschalten. Ich weiß allerdings nicht, wie es ist, weil die andere Schwimmkröte könnte uns auch critten. Es könnte auch sehr riskant sein, das so zu machen. Das wäre vielleicht doch nicht unbedingt schlecht, wenn ich ihr direkt mal ein bisschen Schaden mache dann. Schon mal. Du kannst ja auch nur an sich bis zum Strand eine Weite rein. Geht von deiner Seite aus auch nicht. Ich meine, zwei Einheiten reichen. Machen wir das ruhig erstmal. Oh, wir haben da oben noch ein Kanonenschiff, sehe ich gerade. Aber trotzdem, wir haben eine Glutschwinge. Daran wird es also nicht scheitern. Denke ich mal. Genau, da kommt es jetzt auch nicht mehr an das Gewässer so ran. Das ist ganz gut, an das tiefe Gewässer. Schwimmkröte gegen Schwimmkröte, ist auch witzig. Aha. Kommen einfach so Wellen raus, na sowas. Das hätte ich irgendwie nicht erwartet, aber egal. Ja, ihr seht, das geht trotzdem sehr träge vorwärts so nur. Ist ein bisschen problematischer. Ich hole mein Schiff mal wieder zurück, weil ich glaube, wir werden früher oder später sicherlich noch ein paar Einheiten mal rüberbringen. Denke sogar, dass sowas wie Langbogenjäger gar nicht mal so schlecht geeignet wären hier. Klar, da geht das so rum und krallt sich die, das ist logisch. Und das ist halt ein bisschen nervig, jetzt die Kanonenschiffe. Wird, glaube ich, auch eine etwas längere Schlacht, wenn ich das richtig einschätze. Jedenfalls ist an sich ja das Umfeld sehr groß. Und es scheint doch eine Menge zu tun zu geben. Das Harpunenschiff ist jetzt halt auch hier. Langsam aber sicher wird es doch ganz nervig. Aber den kann ich in Ruhe angreifen, aber die Balliste kommt zu nah ran, na toll. Das ist eine richtig nervige Konstellation mal wieder. Ungefähr so ungünstig, wie es nur sein könnte. Aber nichts, was wir nicht hinbekommen könnten. Wenn wir uns anstrengen. Ah ja, den kriege ich jetzt zum Beispiel weg, das ist gut. Allerdings kann ich von hier aus dann auch... Ah ne, Quatsch, ich musste dort angreifen, dann erreichst du mich ja trotzdem, aber ich würde immer noch critten. Ja, das ist auch gar nicht mal so übel. Bist du ja noch voll gehealt. Stelle ich dich mal dahin, liebe Schwimmkröte. Wir sollten uns allerdings früher oder später diesen Hafen hier krallen. Das wäre schon recht wichtig, denke ich. Den Magier, den gehe ich lieber mal aus dem Weg. Gehen wir also erstmal auf dieses Riff zu. Du kommst ja an sich 5 Felder weit im Wasser. 1, 2, wenn du jetzt hier stehst. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das würde tatsächlich direkt gehen. Ohne, dass sich jetzt jemand erreicht. Das heißt, wir können uns schon mal den Hafen eventuell dann doch unter den Nagel reißen. Hier ist halt nur das Harpunenschiff richtig nervig. Ich weiß nicht, wie stark das gegen Cäsar wäre, aber wir sind gerade sowieso umstellt. Und müssen da ein bisschen aufpassen, wie wir unsere Ressourcen nutzen. Wenn wir nicht eins auf den Deckel bekommen möchten, zumindest. Ist ein Langbogenjäger denn eine sinnvolle Angelegenheit? Schwer einzuschätzen. Die haben sogar Zugriff auf Flugeinheiten im schlimmsten Fall. Eigentlich brauchen wir erstmal mehr Schwimmkröten, glaube ich, weil die haben ja doch einiges jetzt an Schiffen gebaut und werden früher oder später jetzt anrücken. Dann wird die ganze Sache auf einmal nicht mehr so lustig sein. Fürchte ich. Hier würde ich trotzdem noch ganz gerne so zwischen Cäsar und dem oberen Feld hin und her wechseln können. Wir haben uns jetzt hier einiges aufgestellt. Ich glaube aber trotzdem, dass wir ganz gut dagegen ankommen. Kann halt echt nicht einschätzen, wie viel Schaden das Ding macht. Wenn es zu viel ist, haben wir echt ein Problem. Aber da drüben ist Golem plus Balliste, also wir sollten uns lieber mal entscheiden für eine Richtung. Dann würde ich sagen, stellen wir uns ruhig mal dahin. Ich hoffe, es ist kein Fehler. Könnte jetzt auch wirklich zu risky sein, alles.
Haben die jetzt selbst eine Glutschwinge gebaut? Mein Gott, die haben viel zu viele Ressourcen. Das geht gar nicht. Ja, überall kommt der Kanonenbeschuss und was weiß ich, das ist ganz, ganz schlecht. Nein, das war eine Hexe. Okay, das ist nicht so schlimm, aber trotzdem. Mandy, du kommst ja doch nicht weit genug. Das ist bestimmt an der Brücke dann, oder? Du machst hier aber alleine schon 90%. Das ist sehr gut. An der Brücke müssten Schwimmkröten ja trotzdem angreifen können. Das ist das andere. Aber ich komme sogar nach oben, sehe ich gerade. Aber vor allem sollte die Glutschwinge mal ein bisschen was bewirken. Würde ich mal sagen. Dann können wir auf jeden Fall mehr bewirken insgesamt. Sagen die Balliste uns nicht direkt erreicht, aber da ist leider eine Harpie hier dazu gekommen. Das ist schlecht. Warte mal, wir machen hier 85% und du kommst noch nicht gleich hin. Du kommst aber da rüber und kannst hier den wegcritten. Das ist gut. Trotzdem sollten wir uns da mal bald entscheiden. Diese Schwimmkröte kann uns sicherlich noch nützlich sein. Ich frage mich, ob sie den Hafen denn angreifen kann an und für sich. Müsste sie eigentlich schon. Auf jeden Fall muss Cäsar weiterkommen, das ist klar. Da führt kein Weg dran vorbei. Kümmere dich darum, aber wir müssen echt, glaube ich, Cäsar bald wegbringen, so wie das aussieht. Ich glaube, wir können uns da sogar noch hinstellen. Sprich wenig dagegen, oder? Ah, ich würde ganz gerne irgendwo einsteigen später. Dort können wir uns anscheinend hinstellen, wenn ich das richtig sehe. Genau, das müsste doch noch möglich sein, oder? Weil der kommt jetzt auch nicht weit genug. Ich frage mich, wie viel das Schiff aushält an sich. Weil wir sollten Cäsar, glaube ich, wirklich mal kurz wegbringen. Ich hätte mich eigentlich gleich um die Kaserne oben am besten kümmern sollen. Das wäre, glaube ich, sinnvoller gewesen. Ah. Gehen wir mal damit rüber. Ah, seht mal, da kann ich aber auch nicht angreifen. Der ist wirklich nur auf Wasserfeinde. Am Strand ist es schon zu spät, leider. Da geht da nichts mehr. Aber nun gut, ich denke, wir sind trotzdem ganz gut gewappnet. Sehen wir mal. Gegner ist einigermaßen zugebaut, aber wir sollten dringend mehr Einheiten bauen. Dazu jetzt auch ein Harpunenschiff natürlich. Oh, das hätte ich vielleicht nicht. Oh doch, passt schon. Alles in Ordnung. Ja, wir sollten lieber warten, bis wir die eine Kaserne noch kriegen. Dann können wir weitermachen, aber so wird das ein bisschen schwerer, fürchte ich. Ich hoffe, das ist nicht zu krass. Ja, es war schon recht heftig. Aber scheint, als hätten wir es doch ganz gut unter Kontrolle erstmal, denke ich. So schlimm sieht das doch nicht aus. Leider muss er jetzt durch den Wald gehen. Ich hoffe, das ist jetzt nicht das Problem. Das gefällt mir zum Beispiel ganz und gar nicht. Okay, aber er kann rein, das ist gut. Dann bringen wir ihn jetzt mal weg. Und ich würde sagen, wir entladen ihn tatsächlich gleich mal hier. Achso, ich muss ihn weit genug wegbringen erstmal. Ich kann noch nicht direkt entladen, das geht auch nicht. Oder geht das nur am Strand? Ach so, ah, okay, das ergibt natürlich schon Sinn. Dann muss ich da in Zukunft natürlich drauf achten, klar, logisch. Aber wir können echt keine Haifen an sich angreifen. Jetzt sehe ich das erst. Aber 110 machen die feindlichen Magier, das ist ja enorm. Das wiederum ist ziemlich cool natürlich. Das Harpunenschiff kann ich auch erstmal wahrscheinlich nutzen, um den hier wegzubekommen. Aber auf den muss ich ein bisschen aufpassen. Ja, der kommt recht weit. Überall gibt es hier Probleme, mein Gott. Aber ja, beweg dich erstmal ein Stückchen weg. Ich glaube, ich kriege mal gleich eine zweite Glutschwinge, wenn das so weitergeht. Es ist ein recht nerviges Umfeld hier, definitiv. Dann können wir auch nicht an Brücken angreifen. Schade, und ich dachte, das ginge vielleicht. Dann sind Schwimmkröten wirklich ein bisschen eingeschränkter, als ich dachte. Man testet das noch so ein bisschen aus, man... Oh, oh. Aubacke. Jetzt hat er auch eine. Ja, zweites Harpunenschiff. Ganz klar. Keine Frage. Sonst eskaliert das gleich ein bisschen zu sehr vielleicht. Und wir halten uns mal hier schön einfach so auf. Aber das ist wirklich grenzwertig, die ganze Geschichte. Natürlich baut er jetzt oben auch was und ist ausgerechnet auch noch ein Ritter. Na, das ist wirklich heftig, was hier einfach alles rumschwirrt gerade. Wie sie so lustig sind eben.
Aber wir können trotzdem, denke ich, einiges hier bewirken. Gut, dass ich hier noch weit genug weg bin. Das ist ganz angenehm. Wenn ich nicht sogar schon rankomme an die HP, ich weiß es gerade nicht. Doch, tatsächlich. Sehr gut. Und das ist natürlich schon sehr mächtig, das Harpunenschiff. Gut, immerhin schon mal einer von euch weg. Nervige Flugeinheiten. Geht ganz und gar nicht klar. Oh, ich könnte die Balliste ausschalten, aber es würde mich meine Flugeinheit kosten, also lassen wir es mal. Und das hier ist ein bisschen traurig gerade. Dieser Anblick. Am Strand selbst mache ich anscheinend auch keinen extra Schaden mehr. Müssen wir uns auch mal merken. Das hat auch Relevanz tendenziell noch. Ich bringe mal so einen Köder rein. Das klingt nicht unbedingt nach der schlechtesten Idee. Achso, die Hexe kann uns aber eh nicht angreifen. Stimmt natürlich auch wieder. Dafür kann ich gleich meine Glutschwinge zweimal einsetzen. Das ist natürlich schon sehr gut. Und vielleicht sollten wir den sogar nach oben abziehen lassen. Ich weiß nicht. Könnte schon sinnvoll sein. Bin noch ein bisschen unsicher, was ich mit dir hier mache. Bisher hat der Gegner das noch gar nicht ausgenutzt. Aber wir können halt echt wenig machen so mit einer Schwimmkröte. Die sind halt wirklich nur fürs direkte Duell dann ganz gut so. Klar, logisch. Aber gleich können wir mit der Glutschwinge ein bisschen abgehen. Das ist gut. Immerhin etwas. Ja, die Schwimmkröten wirklich recht sinnlos gerade. Bringt uns quasi so gut wie gar nichts. Warte mal, Balliste ist ja auch noch in der Nähe. Vorsicht ist da geboten. Du könntest bestenfalls deinen tollen Hexenzauber machen, aber der kostet auch eine Menge Geld. Wäre für eine Einheit natürlich jetzt sogar ziemlich gut, wenn er das machen würde. Okay, wir haben aktuell noch eine einzige Glutschwinge. Ich denke, ihr könnt einiges noch bewerkstelligen, oder? Er kommt ja relativ weit. Vielleicht doch mal ein Kriegsschiff noch dazu gebaut. Hätte ich vielleicht auch schon früher machen können. Aber ja, ich denke, auch das lohnt sich. Wir warten einfach mal. Aber wie ich schon meinte, das wird eine langwierige Mission. Ich hoffe nur, dass wir das ganz gut... Ja, gut, das ist für ihn auch Selbstmord quasi. Mehr nicht. Anscheinend, ja, die Flugeinheiten denken sich jetzt mal so... Okay, ich mach das einfach mal. Ich probiere es jetzt mal aus. Klingt spaßig und so. Warte mal, am Strand wieder? Landet über Riffen kritische Treffer. Moment mal. Über Riffen? Schade. Über Riffen, warte mal. Oh, schade. Wir müssen wirklich auf einem Riff stehen. Oh. Das ist traurig, aber nun gut. Ja, diese lästige Glutschwinge, die ist echt grässlich. Steht ja gerade ganz, ganz, ganz ungünstig. Dich bringen wir mal schön daneben. Wir brauchen aber eigentlich auch noch irgendwie ein Meereswesen. Wäre auch noch sinnvoll. Jetzt kümmern wir uns doch erstmal um den hier. Ich benutze, glaube ich, tatsächlich Inspiration diesmal nur für eine Glutschwinge. Einfach, weil es mir gerade echt sinnvoll erscheint. Hier machen wir 50%. Das ist sehr gut. Ich weiß nicht, was sich gerade mehr lohnt. Den hier erledigen oder doch die Glutschwinge? Eigentlich kann der mir echt egal sein, oder? Da reicht gerade sowieso niemanden. Das stimmt, er kann halt nur seinen Zauber raushauen. Und ich meine, so krass ist das dann auch nicht im Endeffekt. Können also durchaus, glaube ich, auch mit dir ein bisschen nach unten gehen. Der kommt ja auch nicht nah genug ran, nö. Insofern doch eher mal die Glutschwinge erledigen. Gehen ihnen wenigstens schön viele Ressourcen weg. Das ist immer gut. Der gute olle Transporter hier, der kann mal nach drüben einfach und warten. Ja, und hier neben den Schiffen ist noch eine Menge Platz. Da sollte uns erstmal nicht so viel passieren können. Sehr gut. Genau, jetzt machen wir wirklich mal Inspiration direkt hier. Trifft zwar nur eine Glutschwinge, ist aber halt in dem Fall wirklich, denke ich, empfehlenswert. Weil ich ein bisschen Angst habe, dass das dann nicht mehr ausreicht danach. Dann kann ich leider auch nicht unter die Brücke stellen. Das wäre auch voll praktisch, so einen Weg blockieren irgendwie. Tja, wird wohl nix. Und da brauchen wir gleich beide Schildkröten auf jeden Fall im Einsatzbereich. Das ist klar. Gut, aber es hält uns ja nicht davon ab, noch mehr zu bauen einfach jetzt mal. Und ich habe ja schon gemeint, ein Meereswesen ist erstmal angebracht. Nochmal. Genau. Der Rest wird auch erstmal gespart.
nächste Glutschwinge sollte wirklich mal bereitgestellt werden demnächst. Dass wir da gut vorankommen. Oh, verdammt. Darauf habe ich gar nicht geachtet, Mist, das war dämlich. Jetzt ist natürlich der Typ da, ne? Das ist immer sehr nervig. Eine Hexe ist ganz, ganz schlecht. Weil ich glaube, wir kommen nicht nahe genug ran, oder? Das bist jetzt du. Ja, dich können wir halt angreifen, aber das wird so ein bisschen ein Gefecht auf zwei Seiten natürlich sein. Wobei wir hier direkt angreifen können. Leider ist der Langbogenjäger jetzt hier. Der muss sich aber auch erstmal bewegen. Und ist an sich nicht stark gegen Schildkröten. Und das Kanonenschiff würde ich ganz gerne mir für andere Sachen halt aufsparen. Deswegen ist das, glaube ich, schon angebracht, das Ganze so zu machen. Ich weiß gar nicht, ob der uns mehr überhaupt schlagen kann. Wartet mal. Kann man doch leicht nachgucken. Nö. Sieht nicht so aus. Also alles gut, Leute. Dann wird es wirklich Zeit, dass wir mal ordentlich draufhauen. Haut mal auf den Putz hier. Das da oben ist allerdings wirklich nervtötend gerade. Wo wir auch die Kaserne angreifen könnten, tendenziell. 34, aber wir kriegen auch nur noch 3% inzwischen ab. Geht also natürlich, klar. Hier holen wir uns unser Dorf wieder schön zurück. So, dass die Ressourcen uns hier nicht zu knapp werden. Und natürlich hauen wir auch hier nochmal drauf. So wird das doch was. Eben. So, natürlich bei der Glutschwinge bin ich jetzt ein bisschen sehr misstrauisch. Leider kann ich den Strand nicht ausnutzen, das wäre perfekt gewesen. Wenn ich jetzt die Glutschwinge hier allerdings opfern würde dafür, dann hätten wir jetzt sofort eine Kaserne. Hier wird sich der Feind, denke ich, auch nicht so leicht mehr krallen können erstmal. Wäre ein immenser Vorteil. Ja, das hier gilt leider auch nicht als Strand, schade. Ah, ich weiß nicht, ob ich das wirklich machen möchte. Ja, wirklich schützen kann ich dich auch schlecht, ne? Aber, naja, nee. Kann ich nach unten fliegen so schnell? Ich glaube, es wäre echt das Beste. Wir machen das jetzt einfach mal ganz radikal so. Einmal hier drauf. Halten. Ja, mach das. Ich bin jetzt wirklich bereit, hier eine zu opfern. Wir bauen da eh gleich nochmal eine. Aber ich will diese Kaserne jetzt erstmal haben. Ich glaube, wir halten... Wir holen uns wesentlich mehr, glaube ich, raus, wenn wir das wirklich so machen. Weil die werden auch noch ein bisschen brauchen. Es würde aber gerade so reichen, um hier gar durchzukommen, denke ich. Und das ist das, was gerade zählt. Weil jetzt kann ich mir wirklich mal eine zweite bauen. Ist das in Ordnung? Hat ihre Dienste erfüllt. Das passt schon so. Genau, unten ist auch erstmal das Feld einigermaßen frei. Ihr kommt nicht weit genug, aber der Langbogenjäger müsste schon was anrichten können, ja. Es ist nicht viel, aber es wird ein bisschen nerven, das schon. Das Schiff braucht man sich auch nicht mehr aufzufüllen, ich denke, das passt. Vielleicht noch ein weiteres Meereswesen, zumindest für oben. Ja. Und vielleicht können wir den auch ein bisschen umlenken dann später, müssen wir gucken, wie wir das machen. Ich geh mal dahin. Genau, das passt schon erstmal. Das war halt klar, dass das jetzt passiert, logisch. Aber wir überleben es sogar. Hätte ich jetzt gar nicht gedacht sogar. Oh, interessant. Gut, das hier war auch klar. Bisschen Action haben wir noch. Achso, da greift jetzt immer das Dorf an. Na gut, wenn er meint. Das geht für mich sogar noch klar. Immerhin gehört der Hafen gleich uns. Er hat nichts mehr an dem Hafen gebaut. Das ist sehr gut. Das ist sogar ausgezeichnet. Und wir können hier sogar angreifen. Mit massivem Schaden gleich mal. Ausgezeichnet. Das heißt, wenn wir jetzt doch nochmal auf unsere Glutschwinge so ein bisschen Acht geben, müsste das auch hinhauen. Denke ich mal. Ja, wir haben ja unser Kanonenschiff natürlich noch vor Ort. Das kann sich gerne auch um solche Dinge kümmern. Allgemein natürlich auch sehr gut zum Stellungshalten, wenn wir am Strand sind. Genau, ich glaube, das lief doch besser als erwartet. Ach, warte mal, du kannst keinen Langbogenjäger angreifen, was? Zum... Ach, generell wirklich gar keine Bodeneinheiten. Irgendwie komisch, ich meine, naja gut, wie auch immer. So schlimm ist es nun auch wieder nicht. Ich würde sagen, wir verteilen uns noch so ein bisschen. Ach, da drüben ist noch eine HP, siehst du? Wir kommen leider nicht ganz ran, das ist schlecht. Aber wenn ich mich einmal hierhin begebe, passt das.
willst du denn hin, ha? Auch hier sollten wir uns neben das Riff hier begeben. Wenn dann. So, das Wichtigste ist jetzt wirklich, dass wir uns auch das hier mal krallen können. Endlich ist es mal leer. Der braucht nämlich viel zu lange. Und dann können wir da natürlich kräftig Einheiten nachbauen. Ja, das teure Kampieren hier, das ist, denke ich, sogar ganz sinnvoll. Wobei, ich würde ganz gerne hier erstmal was bauen. Erstmal sehen. Ja gut, die gehen jetzt natürlich voll in unser Terrain rein hier, ne? Ich denke, wenn wir das so besetzen, ist das schon erstmal ganz sinnvoll. Aber Leute, ich würde auch fast sagen, wir sollten bald mal aufhören. Ich spiele jetzt noch den Zug zu Ende und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ja, ein Alchemist ist auch nicht unbedingt verkehrt, aber... Ja, da kommt gleich eine ganze Masse reingerannt. Weil noch könnten wir es uns sogar leisten, einen Tribok aufzustellen. Das stimmt natürlich auch. Ein Tribok ist teuer, ne? Und wir können auch einfach ein Kanonenschiff nochmal uns leisten. Ja, auch das ist tendenziell eine Möglichkeit. Nee, Leute, ich glaube, das Beste ist tatsächlich die Glutschwinge. Wieder einfach kampffähig zu machen. Ich denke, davon haben wir tatsächlich am meisten. Dann einfach mal hier in Ruhe warten. Das Schiff ist noch da. Ja, und Blutschwinger Nummer 2 kommt auch gleich vorbei. Und dann passt die Sache erstmal. Nur, ja, da ist jetzt das nächste Harpunenschiff natürlich angekommen. Aber wir können natürlich auch auf Zeit spielen. Das geht natürlich genauso. Spricht relativ wenig dagegen. Einfach mal für so ein bisschen Ärger da unten zu sorgen. Ja, ich meine, doch, das machen wir jetzt ruhig mal. Wenn eigentlich auch sehr riskant, aber ich glaube, das passt. Genau, wir können eh nichts mehr bauen. Alles klar, Leute. Jetzt baut er einfach nochmal einen Drachen. Ich krieg die Krise. Ist halt schon des Wahnsinns, was? Ja, der macht weiterhin seinen Beschuss von mir aus. Das finde ich ja gar nicht mal so schlimm. Geh doch mal auf die Glut schwingen, aber es bringt ja auch nichts. Krallen wir uns also erstmal gleich den nächsten Hafen. Und da können wir, glaube ich, ganz gut mithalten hier drüben. Okay. Ein bisschen ungünstig noch das Gebiet an sich, aber es geht schon. Ja, Leute, ich denke an sich sieht das alles noch sehr vielversprechend aus. Da sollte auf jeden Fall eine Menge möglich sein. Halten wir uns ran. Es ist auf jeden Fall eine langwierige Mission. Das ist leider klar. Das heißt leider, es kommt drauf an. Auf jeden Fall... Lässt sich das dann immer sehr schlecht einschätzen, wieder zwecks S-Rang, wie das dann ablaufen wird. Dich bewege ich noch nach da drüben. Was ist eigentlich mit der Harp? Ja, die ist da unter. Können wir leider immer noch nicht angreifen, aber egal. Ich glaube, wir sind nah genug an den Hafen dran jeweils, beziehungsweise an den Dörfern, noch ein bisschen mehr Ressourcen zu generieren. Aber das hier, was die hier aufgestellt haben, mein Gott, da wünscht man sich jetzt tatsächlich so ein paar andere Grooves gerade. Wo man halt massenhaft Gegner angreifen kann. Das wäre jetzt tatsächlich sehr, sehr cool. Eigentlich wäre sogar eine eigene Hexe an der Stelle sehr mächtig, aber leider haben wir bisher keine gebaut. Ja, ja, hier jetzt wirklich 10% auf alle zu machen, das ist tatsächlich ziemlich gut. Gerade wenn auch noch ein Golem dabei steht, ist das natürlich der Hammer. Ja, passt mal auf. Zumindest das hier können wir auch noch machen. Weil ich meine, da bleibt uns eh nichts anderes übrig. Ja, klar. Aber jetzt ist auch wirklich Schluss für heute. Insofern vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Part von Wargroove. Bis bald.